Ich hab's, aber wir müssen schnell sein. Was hast du? Einen großen Skyaniden, also einen richtig großen, der gerade eben gewandelt wurde. Ich weiß, wo einer zu finden ist. Wir sollten uns beeilen, sonst ist er vielleicht wieder weg. Die Menschen sollten besser zusammenhalten, sonst werden wir den Krieg gegen die Eindringlinge verlieren. Auch immer eine andere Stimme. Zeig mir den großen. Zeig mir deinen großen Skyaniden. Super, danke, komm mit. Oh, was für ein Start. Was für ein Start. Oh, der ist ja groß. Schau ihn dir an. Es muss ein riesiges Getöse gewesen sein, als er sich gewandelt hat. Wir sollten vorsichtig sein. Er hat noch ein paar Kollegen dabei. Ist er gefrozen? Nein. Hör mal, du gehst mir langsam wirklich auf die Nerven. Wenn du mich weiterhin so behandelst, bin ich weg. Hast du verstanden? Die Wahrzeichen der Infinite Skies Corporation aus der alten Welt sollen also dem Feind als Hilfsmittel zur Verbreitung des dunklen Elex dienen. Besser, wir behalten die Dinger im Auge. Ich bin da. Hab verstanden, Schatzi. Darf dich nicht böse behandeln. Der Kampfexperte, also geh einfach vor. Oh, wenn dir das gefällt, dann mach ich das. Ah, ich hab den Toröffner noch immer nicht verkauft. Ja, tun wir das. Das sieht doch gar nicht gefährlich aus, aber da kommt noch was anderes auf mich zu. Uff, ich hab's nicht geschafft auszuweichen. Okay, okay. Akir ist tot. Ich hab noch durchgequetscht. Er will noch immer Kaya. Armes Mädel. Bergtroll behandelt sie aber auch nicht gerade gut. Das stört dich nicht, Schatzi? Was für ein widerliches Vieh, was? Ja, aber auch nicht schlimmer als die meisten seiner Art. Gut, ich muss mir jetzt den Wandlungsort etwas genauer ansehen. Du weißt ja, wie es läuft. Bring mich bitte dorthin, damit ich meine Arbeit aufnehmen kann. Ich nicht Frank daten. Oder ich weiß nicht, Crony wäre vielleicht dann doch schon ein bisschen zu pervers. Ein Moment. Ah, oder Uressa. Oder Eva bei den Klerikern. Irgendwen anders außer Desti, Kaya und Nyra. Nyra. Den Namen nicht immer vergesse. Nur die drei nicht. Ich wäre für einen Female Commander Jacks Playthrough. Widerlich. Dieser Koloss hat sich während seiner Wandlung übergeben. Hm, hast du trotzdem etwas gefunden? Der Gestank überall ist schon echt übel. Aber ja, ich hab da etwas. Und es ist überraschend, zumindest für mich. Diese Stimmen und auch die anderen eigentümlichen Schwingungen, die das blaue Elex aufweist. Beim dunklen Elex ist das exakt dasselbe. Das heißt? Sie haben ganz offensichtlich den gleichen Ursprung, kein Zweifel. Nun, das ist jetzt nicht sonderlich überraschend. Was kannst du mir sonst noch darüber erzählen? Beide Derivate, sowohl das blaue als auch das dunkle Elex, haben unglaubliche Kräfte, die sie freisetzen können. Allerdings nur über ein Medium. Es braucht scheinbar immer irgendeine Art von Intelligenz oder Organismus, die es führt. Ansonsten sind die Stimmen der Derivate ungerichtet und heben sich gegenseitig auf. Also etwa wie bei einem Elementarmagneten. Einem was? Wie? Du weißt nicht, was ein Magnet ist? Nein. Dem Namen nach zu urteilen, irgendwas Magisches? Space Magic ist es. Space Magic. Oh,
Ah, halt! Nein, ich muss nett sein. Okay. Kann man so sagen. Ist im Grunde nicht ganz falsch. Wie auch immer, ich würde die Wirkungsweise des dunklen Elex gerne bei einem wirklich intelligenten Wesen sehen. Denn ganz offensichtlich hat es noch mehr Fähigkeiten, die unserem blauen Elex fehlen. Das sollten wir uns genauer ansehen. Dazu brauchen wir allerdings am besten einen Skyant, der gerade frisch vom Menschen zu einem der ihren gewandelt wurde. Meinst du, wir werden so einen finden? Möglich. Können uns deine Späher nicht wieder bei der Suche helfen? Ich hoffe es. Ich werde sie instruieren und gebe dir Bescheid, sobald ich etwas von ihnen höre. Ah ja. Wo sind wir hier? Okay. Einfach zurück, weitermachen. Ah, ich bin Level Up bekommen. Klick jetzt. Das fehlt uns. Und Kaya auch anscheinend. Weiter raus tun und zoomen. Heute raus zoomen wieder. Was ist los? Was ist denn da los? Bestie? Du bist doch sicher was. Ich habe sie gefunden. Die nächste Kandidatin auf deiner schwarzen Liste? Korrekt. Ich wusste immer, dass sie ihm vorgeblieben ist. Ich habe nur an der falschen Stelle gesucht. Erzähl mir von ihr. Sie war meine beste Freundin. Ihr Name ist Sherry. Wir haben eine lange Zeit eine Menge Unsinn angestellt. Die Männer lagen uns zu Füßen. Und wenn uns einer gegen den Strich ging, haben wir ihn ziemlich schnell aus dem Weg geräumt. Noch jemand von deiner Sorte? Sie macht mir jetzt schon Angst. War eine geile Zeit. Doch irgendwann liefen die Dinge nicht mehr ganz so rund für uns beide. Ich glaube, Sherry hat es nie verkraftet, dass mir Männer immer noch einen Tick wichtiger waren als meine Beziehung zu ihr. Was hat sie getan? Sie hat einen ihrer Verehrer zu hart angefasst. Seine Leiche wurde am nächsten Morgen von Krähen zerfressen auf dem Schrottplatz im Fort aufgefunden. Mir war sofort klar, dass es Sherrys Werk war. So grausam konnte nur sie sein. Ich muss auch nett zu ihr sein, weil Kaya noch da ist. Wow, und das aus deinem Mund. Es besteht also doch noch Hoffnung bei dir. Vergiss es. Leider war der Kerl ein wichtiger Handlanger meines Bruders, dem Duke. Er hätte Sherry vierteilen lassen, wenn er es herausgefunden hätte. Also hat Sherry mir den Mord in die Schuhe geschoben. Da mein Ruf im Fort sowieso schon ziemlich im Arsch war, hätte mir auch keiner meine Version der Geschichte abgekauft. Das war der Tag, an dem du aus dem Fort geflohen bist, nehme ich an. Ich hatte keine andere Wahl. Wo ist deine Freundin Sherry? Wir werden sie aufsuchen. Nenn sie nicht so. Die Zeiten sind lange vorbei. Komm mit, wir sehen nach, was meine Informationen tatsächlich wert sind. Hier soll es sein. Sherry soll sich in einem der Müllhaufen unterhalb des Fonds durchschlagen. Ich hatte nicht erwartet, dass sie so tief sinken würde, sonst hätte ich sie vermutlich schon viel früher gefunden. Puh, naja. Los, mach schon. Ich bin hinter dir. Cool. Zwei Fliegen auf eine Klappe. Ich bin mir nicht sicher, ob mir gefallen wird, was gleich passiert. Lass dir missfallen und Kaya gefallen, dass wieder die Balance ein bisschen im Gleichgewicht ist. Ich auch nicht. Blut, das werden wir finden. Wo ist meine Brille? Ich habe ja auch Blut zum Verkaufen. Yeah. Ich sehe alles. Ich glaube, das Klopapier. Warte mal. Oh. Wir sind hier bei Scrappy. Warum ist denn niemand? Das werden wir halt nicht stehlen. Oh. Da war doch mal ein fettes Monster. Oh, die schaut tot aus. Oh nein. Nur müde. Ey, verschwinde! Komm morgen wieder! Bei mir ist heute geschlossen. Sherry? Was denn? Jetzt brät mir doch einer einen Storch.
Bist du das? Nasty? Meine Fresse, bist du runtergekommen. Was machst du hier? Ich dachte, du wärst bei den verschissenen Fanatikern in der stinkenden Grotte untergekrochen. Ja, das war ich auch. Aber was zur Hölle hast du mit dir gemacht? Ich erkenne dich kaum wieder. Ach was. Jetzt, nach so vielen Jahren, nachdem ich nur noch ein Schatten meiner selbst bin, kommst du wieder angeschissen? Glaubst du, ich hab mir das ausgesucht? Du warst weg und alles hier wurde zu scheiße. Hör auf, mich anzukacken. Du Miststück hast mich über die Klinge springen lassen. Hast du das etwa schon vergessen? Ich jedenfalls nicht. Das ganze Fort war hinter mir her. Ach, Schätzchen. Du weißt ganz genau, dass ich gar keine andere Wahl hatte. Dein Bruder, der Mistkerl, hätte mich an seine Schakale verfüttert, wenn er herausgefunden hätte, dass ich seinen besten Mann erledigt habe. Ich hatte die leise Hoffnung, dass er dich verschonen würde. Du bist seine Schwester, verdammt nochmal. Glaubst du, ich weiß das nicht? Erklär mir nicht, was für ein Arschloch mein Bruder ist, okay? Du hast deinen Beitrag zu meiner Verbannung geleistet. Also steh wenigstens dazu und hör auf, mich mit deiner Scheiße voll zu labern. Du hast mich verlassen. Und das werde ich dir niemals verzeihen. Ach, komm schon, hör auf damit. Du hast mich einfach sitzen lassen. Wegen einem Kerl. Wegen einem Kerl. Weißt du, ich kam hierher, um mit dir abzurechnen. Doch ich muss feststellen, du bist eigentlich schon gestraft genug. Sieh dich nur an. Mich verlassen. Alles, was ich noch tun kann, ist dich zu bemitleiden. Wegen einem Kerl. Komm, Jax. Lass uns verschwinden. Wir sind hier fertig. Jax, sein Gesicht wird der ganzen Kommission. Ich will nicht hier sein. Warum bin ich hier? Die ganze Kommission. Ich kann sie nicht verübeln. Das war aber nichts. Wir rauben sie noch schnell aus. Das stört dich doch nicht, oder? Das war wohl nichts. Oh, ich bin zu müde jetzt schon. Okay. Zu einfach. Oh. Und ausgeraubt haben wir sie. Und nochmal ausrauben werden sie. Und nochmal. Und die Bremsrakete, die ich sowieso nicht benutze. Oder benutze ich sie? Das ist ja passiv nochmal. Ausgeraubt, Hamas. Sherry ist erledigt, so wie es aussieht. Ja, das ist sie. Ich will nicht mehr über sie sprechen. Ich habe den leisen Verdacht, dass der Name deines Bruders ebenfalls auf deiner schwarzen Liste steht. Du bist ein ganz Schlauer, was? Also stimmt es. Er war der Duke von Tavar, doch dieser Mistkerl hat mir damals nicht geholfen. Nur ein Wort von ihm und die ganzen Arschlöcher wären nicht so mit mir umgesprungen. Nein, ganz im Gegenteil. Er hat die ganze Sache nur noch schlimmer gemacht. Ich glaube sogar, dass er den einen oder anderen dazu ermutigt hat, gegen mich zu intrigieren. Verstehe. Und da du weißt, wo dein Bruder sich aufhält? Nein, ich bin noch nicht so weit. So? Warum glaubst du, habe ich so lange und intensiv trainiert? Logan ist ein harter Brocken. Er ist das zweitgrößte Arschloch, das ich kenne, und nicht so einfach zu knacken. Ich muss absolut sicher sein, dass ich ihm auch gewachsen bin, wenn ich ihm gegenübertrete. Das Erstgrößte? Nein, ich bin das Erstgrößte. Das zweitgrößte Arschloch? Dann ist Logan der Vorletzte auf deiner schwarzen Liste. Alles zu seiner Zeit, Schätzchen. Alles zu seiner Zeit. Lass mich noch ein wenig trainieren. Ich sage dir, wenn ich bereit dazu bin. Das ist Red. Können wir Red bitte auch erledigen? Alles klar, Mädel? Verschwinde! So eine schöne deutsche Stimme. Okay. Wieder zurück ins Fort, in die Burg. Bastion. Und schauen, wer mich als nächstes anquatscht. Neben Mission Royale. Was für Lernen für mich?
Dietrich knacken, na, da haben wir schon die. Das ist egal. Das ist doch egal. Crony, Trainingseinheit. Nein. Uli sollte auch fertig sein. Niemand? Es gab eh nur noch Kaya und Nasty. Wirklich? Für vieles fehlt mir noch das Verständnis. Ich habe noch viel zu lernen. Okay, das war's auch bei ihm. Dann will niemand mehr mit mir reden. Kaya auch nicht. Habe ich überhaupt noch Nebenmissionen? Oh, kann ich da schon rübergehen einfach? Nein. Das ist weit weg. Hier muss ich dafür reden. Das ist auch weit weg. Das machen wir ein anderes Mal. Das können wir noch nicht machen. Kartenstück können wir mal abgehen. Reden wir noch mit dem Doktor. Dann gehe ich Richtung Logan. Das wird ein breiter, weiter Weg. Ich habe nie nichts reingesteckt. Ein Punkt, den habe ich nie ausgenutzt. Jetpack kann ich ein bisschen noch was reinhauen. Botisch wieder. Interessiert mich gerade gar nicht. Was ist da besser? Du noch was zu sagen, bevor die Episode vorbei ist? Die Skyans manipulieren diese Infinite Skies Wahrzeichen der alten Welt. Warum tun sie das? Soviel ich weiß, benutzen die Kleriker einige davon als Wallfahrtsschrein. Komm schon, was sind das für Dinge? Du hast vor dem Meteoriteneinschlag bei der Infinite Skies Corporation gearbeitet. Diese Dinger, wie du sie nennst, dienten damals nicht nur als Wahrzeichen der Firma. Sie konnten auch die Luft reinigen. Das ist natürlich lange her und diese Geräte haben ihre Funktion eingestellt. Ich vermute, die Skyans wollen sie reaktivieren, um das dunkle Elex damit besser zu verbreiten. Sie benutzen also diese alten Maschinen gegen uns, wenn wir sie nicht daran hindern. Sieht ganz so aus. Tja, dumm sind sie nicht. Das ergibt total Sinn, ehrlich gesagt. Hui. Okay. Episode over. Vorbei. So.